Hallo zusammen, wir grüßen euch. Wir hoffen, dass es euch allen gut geht. Wir sind heute auf dem Weg zum Kantl. Wir sind jetzt hier schon recht weit oben, kurz vorm Ziel. Und wünschen euch dann viel Spaß bei dem Video. Natürlich. Aber klar, zum Ausstieg, jetzt kannst du es gut einschätzen. Ne? Ja, klar. Da ist wir. Geil. Das ist geil, wenn du guckst, wie du hochst. Ja, ja. So, wir uns mal ganz schnell an. Jetzt hier oben angekommen, gab es erstmal eine kleine Stärkung für die Abfahrt. Und heute mit dabei der Ovi und der Markus. Und jetzt hier befinden wir uns schon wieder auf der Abfahrt. Geht den Thomasberg runter, der stellenweise recht anspruchsvoll ist vom Untergrund. Da gibt es einige Passagen, werden wir es gleich noch sehen. Da muss man das Rad schieben bzw. auch tragen. Nee, nee, nee. Das brauche ich jetzt auch nicht. Naja, ist gut. Bis zur Ecke kann ich es ja schieben. Hier kommt es zu einer Ecke, ja, wo man das Rad kurz tragen muss. Okay. Okay. Jetzt vor mir zu sehen, fährt der Ovi. Er hat ein Bremslicht. Ja, da ist ein wenig. Und gerade auch hier im oberen Teil, recht anspruchsvoll für die Karin und für den Markus. Vom Untergrund, also technisch nicht so einfach. Mit Hinterrad versetzen wäre hier besser gewesen. Ups. Auch aufgesetzt, der Motor. Und hier ist jetzt der Markus zu sehen, vor der Karin. Zum Teil fast schwieriger zu laufen, wie zu fahren. Insgesamt sehr felsig und steinig. Hier auch gerade in dem Abschnitt viele lose Steine, muss man aufpassen. Nach oben, da sind wir zum Teil auch Forstwege gefahren oder auch etwas schmälere Wege, aber eben nicht diesen schwierigen oberen Abschnitt bei der Thomashütte. Ne? Da ist es selbst mit dem E-Bike sehr anstrengend.
und schwierig über die Felsensteine da hochzukommen. Wunderschön hier oben der Wald und die Natur, herrlich. Ja. Vor mir ist auch wieder der Markus. Eine Minute, ich habe so dicke Schenkel. Ja, ja. Ah. Oh ne, das traue ich mir nicht jetzt. Immer wieder wird es auch mal etwas gröber zwischendrin vom Untergrund, sehr schmal und zum Teil etwas abfallend. Also muss man schon gewöhnt sein. Alles gut, Markus. Nur langsam. Weiß gerade drüber. Da war ich jetzt zu langsam. Sehr lange Abfahrt insgesamt und immer wieder mal muss man zwischendrin mal kurze Pause ein bisschen einlegen und auch was trinken immer wieder. War auch recht warm an dem Tag, also anstrengend. Meistens ist der Ovi und der Markus, die sind vorausgefahren und Karin und ich hinterher.
Auch ist es hier ein Wanderweg, also jederzeit mit Fußgängern zu rechnen. Und da muss man aufpassen und Rücksicht nehmen, beziehungsweise Platz machen. An einem, das geht gerade drüber. Ja, ja. Aber es ist immer wegen, wenn die so los sind. Ja, eben, weil der war jetzt nicht gerade klein. Ja, ja. Das war eigentlich stand da so. Ja, ja. Da verreißt das Tier halt vorne hinter das, das Rad. Ja, da kommt ja jetzt nichts dran. Warte mal, da war ein Fußgänger. Oh, wie aufpasst. Jetzt hier auch mal der Ovi zu sehen von mir. Dann haben wir auch immer wieder mal die Position gewechselt. Ist der Ovi und ich vorgefahren und Markus und Karin hinten dran. Hier gerade drüber weg. Jetzt kommt der Ovi-Fels. Warst du runter? Ja, ja. Der Baum. Dann gab es wie hier mal einen Baumstamm. Müssen wir natürlich drüber tragen. Und hier ist jetzt die Karin zu sehen, die vor mir fährt. Da drüber. Jawohl, ein bisschen reintreten. Tief gehen, jawohl. Rollenrasen tief gehen. Gut. Schön locker bleiben. Jawohl. Sehr gut. Drüber, jawohl. Gut, bremse auf. Jetzt hier wieder der Ovi von mir. Und hier muss das Fahrwerk richtig arbeiten, an den, in den Bereichen. Und jetzt vor der Karin ist der Markus vorne dran. Dann wieder der Ovi und ich hinten dran. Dann hier nochmal Obi von außen zu sehen.
Dann hat uns auch der Obi hier an der Stelle verlassen. Der hat noch einen Termin gehabt. Der ist dann alleine runter, hat Gas gegeben und war weg. Hier ist wieder der Markus zu sehen und ich vorne dran. Ja, insgesamt natürlich eine sehr lange Abfahrt vom Kantel oben und hier weiter runter. Natürlich verschiedene Wegemöglichkeiten auch noch. Die Wege teilen sich ja x-mal, aber da wir nach Denzlingen müssen, Richtung Heimat, ist dieser untere Abschnitt natürlich für uns auch perfekt. Und das ist ja das, was es ausmacht, was Spaß macht, lange Abfahrten. Und hier auf der linken Seite ist das Glottertal zu sehen und etwas rechts weg geht es eben Richtung Denzling. Das hier ist jetzt der letzte, etwas steilere Abschnitt und dann geht es noch über einen Forstweg und dann sind wir daheim. Nun hoffen wir, dass euch das Video gefallen hat und bald bis zum nächsten Video. Karl, Karin, Ovi und Markus.